Durch unsere Dreharbeiten zum folgenden Beitrag, da kam einiges in Schwung. Die Stadt München geriet in Erklärungsnot. Wir fragten, was spricht dagegen, einst von den Nazis geraubte Kunstwerke, die identifiziert sind und deren Vorkriegsbesitzer gefunden wurden, aus unseren Museen zurückzugeben. Es gibt die Washingtoner Erklärung vom Dezember 1998 zu während der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmten Kunstwerken. Und darin ist von der Suche nach einer gerechten und fairen Lösung die Rede. Wie aber sieht die Realität aus? Verlorene Bilder, verlorene Leben, so heißt das Buch von Melissa Müller und Monika Tatzko über Schicksale und Biografien jüdischer Sammler. Es war Rassenwahn, Besessenheit und Gier. Erst zerstörten sie die wirtschaftliche Existenz aller Juden in Deutschland, dann stürzten sich Hitler und seine Helfershelfer auf deren Besitz. Hemmungslos raubten und erpressten sie sich die wertvollsten Kunstsammlungen. Weit mehr als 600.000 Gemälde wanderten in die Hände der Nazis oder wurden im Ausland verkauft, um Devisen zu beschaffen. Was Auswanderer zurückließen, wurde beschlagnahmt. Millionen Menschen wurden enteignet und im KZ ermordet. Viele waren Kunstsammler. Ein Buch geht jetzt diesen grausamen Schicksalen nach. Es zeigt auch, wie und warum sich deren Nachkommen bemühen, die verlorenen Bilder wiederzubekommen. Weil sie eine Erinnerung an die Großeltern sind, weil sie einmal im Wohnzimmer der Großeltern gehangen haben und man als Kind darunter gespielt hat und sich an dem Bild gefreut hat und von den Großeltern erzählt bekommen hat, was das Bild ihnen persönlich bedeutet. Also da geht es wirklich sehr stark auch um persönliche Erinnerungen an Menschen auch, die man im Dritten Reich verloren hat. Max Steinthal. Er war einer der wichtigsten Wirtschaftslenker Deutschlands und auch einer der größten Mäzene. Sein Schicksal ging Monika Tatzko bei ihren Archivrecherchen für das Buch besonders nahe. Mit der Enteignung seiner Kunstsammlung, allein mehr als 120 Gemälde, wurde auch sein gesellschaftliches Ansehen vernichtet. Max Steinthal war über 60 Jahre einer der leitenden Leute der Deutschen Bank. Und kaum war er als Jude in der Nazizeit geschasst, verschwand er eben auch aus der Geschichte des Bankhauses. Und an ihn hat man sich erst wieder erinnert, nachdem er zurückkehrte ins öffentliche Bewusstsein in Gestalt des Wiederauffindens seiner Kunstsammlung. Erst vor wenigen Jahren wurden 60 der 120 Gemälde an die Erben zurückgegeben. Steinthals Enkel Michael, hier als kleines Baby, hatte sich seit der Maueröffnung bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden um die Herausgabe bemüht. Kurz bevor es soweit war, starb er. Seine Witwe erinnert sich, der Kampf um die Rückgabe hatte nicht nur materielle Gründe. Es ging vor allem auch um die Rehabilitierung der Familie Steinthal. In Deutschland ein langer, zäher, zermürbender Prozess. 14 Jahre lang ein dauernder Kampf mit Behörden, mit Museen. Alle weigerten sich, uns entgegenzukommen. Und auf unsere Bitte, lassen Sie uns doch selbst mal forschen in Ihren Kellern, haben sie nie reagiert und haben gesagt, das ist verboten. Immer noch weigern sich Museen, Bilder zurückzugeben. Aktuell das städtische Lehnbachhaus München. Die Sumpflegende von Paul Klee. 1982 wurde das Bild vom Museum und der Gabriele Münter Stiftung gekauft, obwohl bekannt war, dass es Kurt Küppers und seiner Frau Sophie gehört hat. Sophie zog nach Kurts Tod mit ihrem neuen Mann Elisitzki nach Moskau. Ihre Gemäldesammlung ließ sie in Hannover. Die Nazis verkauften die Sumpflegende als entartete Kunst in die Schweiz. Nach dem Krieg erkundigte sich Sophie nach ihren Bildern. Man hat ja gesagt, ach, die Bilder sind ja damals in der Aktion Entartete Kunst verschleppt worden. Die sind alle verschollen. Sie müssen sich damit abfinden, dass diese Bilder nicht mehr existieren. Wissentlich hat man sie belogen. Denn der Museumsdirektor wusste ganz genau, zumindest von einzelnen Bildern, was mit ihnen geschehen war. 1989 kam Sophies Sohn Jen in den Westen, um im Auftrag der Mutter nach den Bildern zu forschen. Die Sammlung Beyeler in Basel zahlte daraufhin eine Entschädigung für diesen Kandinsky. In München dagegen kam es 1993 zum Prozess. Das Gericht verweigerte die Rückgabe, unter anderem, weil das Bild nicht aus weltanschaulichen, rassistischen oder politischen Gründen weggenommen worden sei.
An dieses merkwürdige Urteil fühlt sich die Stadt immer noch gebunden, obwohl neu entdeckte Dokumente belegen, es handelt sich eindeutig um Raubkunst. Wenn ein Gericht uns bestätigt, es ist im Eigentum der Stadt, können wir nicht, kann der Kulturreferent nicht, kann der Oberbürgermeister nicht sagen, nun geben wir es doch hinaus. Das lässt die Kommunalverfassung bei uns nicht zu. Insofern denke ich mir, ist es nicht schlecht, wenn wir dieses noch mal gerichtlich klären lassen. Wenn die Stadt München einen Prozess erwartet, dann wird sie den auch bekommen. Die Frage ist bloß, ob dieser Prozess für das Ansehen Deutschlands, im Speziellen aber auch für München, besonders vorteilhaft wird. Denn natürlich werden wir sämtliche Möglichkeiten nutzen in diesem Prozess, und den möchte ich sehr gerne in Amerika anhängig machen, also in den Vereinigten Staaten, aufzeigen, in welcher eklatanten Weise hier nicht nur gegen die Washingtoner Prinzipien verstoßen wird, sondern gegen zivilrechtliche Grundsätze. Mit den Washingtoner Prinzipien haben sich 1998 auch die deutschen Länder und Gemeinden verpflichtet, Raubkunst zurückzugeben. Dass sich München bei der Sumpflegende sperrt, ist ein Skandal. Die Rückgabe der geraubten Kunstwerke ist nicht nur eine materielle Angelegenheit. Es geht auch um die Rehabilitierung der Familien, die als Sammler und Mäzene Großes geleistet hatten. Eine Aufarbeitung der Nazizeit? Noch wurden tausende Gemälde nicht zurückgegeben.